Versteckte Winde. Okay. Jetzt, wenn ich da raufspringe, werde ich wahrscheinlich hochgepustet. Oh, dich mag ich ja gar nicht. Das war ja einfach. Mein Loot! Ist gar kein Loot. Hm. Violetter Rubin. Ja, Rubine kann ich brauchen. Ah, da geht's weiter. Ging's doch noch. Ah. Das war knapp. Okay. Wie weit geht denn das noch? Oh. Okay. Das ist ja richtig eklig. Oder auch nicht. Komm, wieder darüber. Hopp. Geht's noch weiter hoch? Ja, noch weiter. Ach du meine Güte. Zu früh. Oder muss ich erstmal irgendwo zwischenlanden? Nee, ich glaube, ich muss direkt hoch. Hm. Besonders hoch komme ich da nicht. Versteckte Winde. Was war das? Hm. Ich komme nicht rüber. Dann ist hier wahrscheinlich irgendwo noch ein Windzug, der mich hochhebt. Aber wo? Hier irgendwo? Nee, sieht schlecht aus. Höher geht's nicht. Wo könnte ich denn noch hin? Das war ja zu einfach, ne? Ist hier noch irgendwas, was ich aktivieren muss? Da guck.
komme ich ja her durch die Röhre, genau. Irgendwas. Oh, hier ist mein Loot. Nee, das ist die Treppe. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es hier hochgekommen wäre. Versteckte Winde. Oh oh, Mist. Nicht gut. Oh, Mist. Nicht gut. Jetzt geht's ganz wieder abwärts hier. Ach. Vielleicht hier? Nee, auch nicht. Mist. Ich muss irgendwie noch weiter hoch, aber wie? Ich meine, an der Wand hochklettern kann ich ja wahrscheinlich auch nicht. Ich könnte es mal versuchen, aber nee. Bringt nichts. Hä? Oder kann ich mich irgendwie leichter machen, indem ich Waffen ablege oder so? Ich denke, das wird es nicht sein, aber wir können ja mal versuchen, uns leichter zu machen. Nee, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Ich meine, das Zeug schleppen wir ja trotz alledem mit uns rum. Ich weiß es nicht. Muss ich noch irgendwas aktivieren vielleicht oder so? Irgendwo. Ich meine, das Ding fährt auch irgendwie da hinten rum. Ich dachte, das wäre eine Schikane, aber vielleicht gibt es da noch was? Ich meine, wenn das Ding versteckte Winde heißt, dann ist ja doch sicher irgendwo eine versteckte Luftquelle oder so. Vielleicht mal hier von unten gucken? Hier ist auch nichts. Das gibt's doch nicht. Ich komme einfach nicht drauf. Was könnte es sein? Was könnte es sein?
Ja, weiter hoch trägt sein nicht. Au, das war eine schlechte Idee. Mist. Ich hätte noch Octorok-Ballons, die tragen halt. Die fliegen halt irgendwie hoch, aber das kann ich ja schlecht an meinen Dings befestigen oder so. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ach komm, so kurz vorm Ziel, das ist frustrierend. Schweben wir nochmal ein bisschen hier durch die Gegend. Aber hier ist nichts. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Was könnte es sein? Kann ich irgendwas anzünden oder so? Dass mir die Thermik hilft, ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf, beim besten Willen nicht. Das gibt's doch nicht. Ich ärgere mich jetzt gerade fürchterlich. Und da oben die Fackeln oder so kann ich wahrscheinlich auch nicht anzünden, oder? Kann ich hier was wegsprengen? Kannst ja mal versuchen. Nee. Bringt gar nichts. Was sind da für Symbole? Das Dreier und dieses... nee, das bringt mir auch nichts. Ich verzweifle. Ich verzweifle. Oh, da ist ja auch noch eine Kiste. Wie soll ich denn da hinkommen? Gut, da könnte ich hinkommen vielleicht. Nee, kann ich nicht. Das heißt, ich muss irgendwas machen, damit das stärker wird oder so. Oder ist da unten irgendwas? Oder drunter? Nee, auch nicht. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich denke ich wieder viel zu schief. So, nehme ich denn jetzt... So. Feuer für mehr Thermik? Ich weiß es nicht. Nee. Das, was war das? Okay, das war schlecht. Ups, ups, ups. Wieso? Weshalb? Warum? So kurz vorm Ziel. Es regt mich auf.
Es regt mich auf! Vor allem da hinten ist ja auch eine Kiste, da muss man ja auch rankommen können. Ich glaube, ich gebe erstmal auf. Keine Ahnung. Also ich könnte mich irgendwie versuchen, leichter zu machen, aber wie gesagt, wie? Wo habe ich denn diese da? Octorok-Ballon. In die Hand. Und noch ein. Und noch ein. Bin ich jetzt leichter? Nee. Hilft mir nix. Ich weiß es nicht. Aber hier ist doch sonst nichts. Was könnte hier noch sein? An den Wänden ist ja auch nichts. Oder? Nee, hier ist gar nichts. Es muss doch irgendwie gehen. Oder gibt es da oben einen Schalter, den ich anschießen muss, damit ich noch ein bisschen weiterkomme? Au. Vielleicht sollte ich nicht gleich die ganz großen Pfeile verwenden. Ach, Mensch! Sammelst du das wohl wieder ein? Ich meine, theoretisch muss man auch darüber kommen können. Nee, Quatsch. Darüber. Zu der blöden Truhe. Nur wie? Verdammt nochmal, wie? Ich zünd jetzt da ein Feuerchen an. Hier zünde ich ein Feuerchen an. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich zünde es an. Ich hatte jedoch einen Holzbündel in die Hand. Ablegen. Zack. Und schon haben wir ein Lagerfeuer. Bringt mir das irgendwas? Nein, tut es nicht. Aber wir haben jetzt ein Lagerfeuer. Und wir tun uns weh. Da ist was, da ist was, da ist was. Ich habe was gefunden. Ha!
Das kam mir die ganze Zeit so verdächtig vor. Wieso habe ich es denn nicht gesehen? Kann ich das hier wieder einsammeln? Wahrscheinlich nicht. Ach, hier kann ich warten jetzt. Super, das bringt mir... Das bringt mir gar nichts. Dieses Ding hier kam mir gleich so suspekt vor. Los, hin! Nein, Junge! Ach, Mensch. Das Teil kam mir gleich so suspekt vor. Ha! Jawohl! Ha! I made it! Haha. Ja, ist gut, ist kalt. Wir hauen noch ganz schnell wieder ab. Sehe ich von hier aus den zweiten Schrein? Nee. Ja. Wir hauen ja gleich ab, ganz ruhig. Hier sieht man gar nichts gerade. Es wird ja immer undurchsichtiger. Ja, ist gut. Wir gehen ja wieder zu den Ronny. Können wir eigentlich auch zum Stall hin? Nee, können wir uns nicht hin teleportieren. Wo war dieser andere Schrein? Ich habe ihn doch gesehen. Was ist denn das da für ein Haufen? Das sieht wie irgendwas mit Schrein aus. Aha. Markieren wir uns mal. Oder kommt dieser... Nee, dass dieser Schrein nur bei Nacht rauskommt oder so? Wäre auch komisch. Ich hab doch da draußen, habe ich ihn gesehen. Irgendwo zwei Schreine. Ja, das ist der Schrein, den ich jetzt gemacht habe. Da war doch noch ein zweiter. Oder habe ich immer gedacht, der wäre je nach Blickwinkel ein anderer Schrein? Das kann auch sein. Wo muss ich jetzt hin für den anderen Typen? Der ist im Dorf drinne. Gucken wir mal da hinten, was da in der Versenkung war.
Ach, heul nicht rum. Ey! Ups, das Rehlein wollte ich jetzt nicht erwischen, aber den Beifang nehme ich gerne mit. Ach, nicht noch mehr Wölfe. Ja, Steinsalz. Ich sollte vielleicht lieber den Hammer nehmen. Noch mehr Steinsalz. Juhu! Ich könnte auch noch mal einen Apfelkuchen backen. Mach ich später. Wo ist denn dieser zweite Schrein, den ich gesehen habe? Da ist der erste. Ich verstehe es nicht. Da waren doch zwei. Oder? Ich bin verwirrt. Noch ein Wolf. Das ist praktisch, dass die erstmal heulen. Hey! Eigentlich wollte ich dich platt hauen. Jetzt rennt der weg. Manu! Luxuswild. Ein so edles Stück Wild erhält man meist nur von größeren Beutetieren. Geschmack wie Textur sind von höchster Güte und lassen sich zu exquisiten Gerichten verarbeiten. Hier, du siehst aus wie ein verbuddelter Schrein. Was wollt ihr von mir? Ja, blub, blub. Kann ich den denn jetzt raushiefen? Mache ich mir auch mal eine Markierung hin. So. Oh, was ist denn hier noch? Kann man da überhaupt hin? Ja, und was stellt man jetzt mit dir an? Oder kommst du wirklich nur im Dunkeln hoch? Habe ich den gesehen? Es könnte natürlich sein, dass ich den gesehen habe. Versuchen wir mal. Ups. Wir haben ja jetzt gelernt, wie man ein Lagerfeuerchen macht. Na? Wo ist mein... Da. Oh! Geht's los? Wie spät ist es denn? 12:45. Hat das jetzt was damit gar... zu tun gehabt, dass ich was... in die Hand genommen habe? Oh, das Gras wollte ich nicht gleich mit anzünden. Wo kam der jetzt schon wieder her? Und bleib mal schön im Feuer hängen. Trottel! Jetzt habe ich eine geröstete Röstschwertbanane. Die Hitze der offenen Feuers hat die Schwertbanane cremig gemacht. So schmeckt sie noch süßer als normalerweise. Aber jetzt komme ich nicht an die Steine ran. Was ein Trottel! Nee! So. Bis abends mal warten. Mal schauen, was passiert. Hm.
Nee, jetzt leuchtet's nicht mehr. Das war's nicht. Das hat kurz angefangen zu glühen. Aber wieso? Oh, was? Ah, Sonne. Okay. Jetzt warten wir nochmal. Um 45 hat's geglüht. Warten wir nochmal kurz. Da! 35 sogar. Und jetzt? 12.35 Uhr glüht das hier. Und 13.15 hört es wieder auf. Tja, aber es passiert auch nichts, wenn es glüht. Muss ich mir später drum Gedanken machen. Oh, mein Lagerfeuer kann ich nicht mitnehmen. Schade. Naja, gut. Muss ich mir später Gedanken drum machen. Ja.